Hallo und herzlich willkommen zur Folge 75 von Gothic 2, das goldene Tor. Wir sind zurzeit beim Uchmar vor der Arena. Und erzählen jetzt erstmal, dass wir Kehret besiegt haben und dann, dass wir alle drei besiegt haben. Ich habe Kehret besiegt. Du hast dir meinen Respekt verdient. Ich fange wirklich an, an deinen zukünftigen Sieg über Varric zu glauben. Hier, nimm deine Belohnung. Okay, 1,5. Ich habe noch gar Galimus und Tirat besiegt. Ja, das waren alles großartige Duelle. Aber jetzt erwarte dich etwas noch Außergewöhnlicheres. Häuptling Varric ist weithin als mächtiger Krieger in Nachbar bekannt. Wenn du ihn besiegst, wird das Unmögliche wahr werden. Bereite dich so gut du kannst vor, Morar, wenn du eine Chance haben willst. So, meiner Informationslage nach könnte es sein, warnte mich jedoch, kein gewöhnlicher Krieger, wir werden sehen. Meiner Informationslage nach könnte es passieren, dass das eine der Quests ist, die dann erst später im ursprünglichen Goldenen Tor 2 beendet werden können. Und Tor, alles fit. Ajo, soweit, er erholt sich. Deswegen, okay, wir können ihn zumindest fragen. Ich will mit dir kämpfen. Sehr gut. Ich werde mich an meine guten, alten Zeiten in der Arena erinnern. Damals war ich unschlagbar. Ich bin wirklich gespannt, wie unser Kampf verlaufen wird, Geld. Jemand wie du muss wirklich erstaunliche Kampffähigkeiten haben. Dieser Kampf wird uns beide sicher auf die Probe stellen. Und nun, genug geredet. Lasst uns in die Arena gehen. Okay, ich bin mal gespannt, wie und ob das Früchte trägt und funktionieren wird. Ich bin auch generell mal gespannt, wie sich das Goldene Tor dann fortsetzen wird oder wann das geschehen wird. Wir haben momentan ja wieder so eine... Also um das zeitlich einigermaßen zu kontextualisieren, ist ja gerade Anfang Januar bei mir. Und viele Ankündigungen, sage ich mal, sind in den letzten Wochen, kurz vor Weihnachten 2023 und um Neujahr rum, entstanden. Odyssee kriegt einen Nachfolger, eine etwas kleinere, kompaktere Mod, Odyssee 2 Dark Ages, glaube ich, war der Name. Darauf bin ich mal gespannt. Na, also das wird auf jeden Fall fortgesetzt. Ich glaube, zu der Gladiator Mod soll es auch noch einen Nachfolger geben. Also irgendwie Gladiator 2, wo läuft der hin? Aha. Und das Goldene Tor ist so konzipiert, dass auch ein zweiter Teil zumindest angedacht war. Dazu muss man halt sagen, dass das schon 2014, 15 rum geschah. Deswegen keine Ahnung, wie realistisch das noch ist. Oder ob daran noch gearbeitet wird, aber naja. Wir müssen noch einen Moment warten, bis die Zuschauer ihre Plätze eingenommen haben. Aber sicher. Es war zumindest als Mehrteiler angedacht, das Goldene Tor. Möge der Geist der Ahnen mit dir sein. Nicht, du hast das nicht gewusst. Den wirst du ja wohl schaffen. Ach du Scheiße. Immer fest als ich. Na mach schon. Den hast du. Okay. Oh je. So, pass auf, das machen wir so. Da lade ich nicht den, sondern den anderen. Falls ich mal mit Varric reden muss, hey, wäre es nur, naja, es wäre suboptimal, wenn der in der Arena steht und uns dann direkt zum Kampf auffordert. Ja, das, wie gesagt, den Input kann ich euch ja geben. Es war angedacht, dass man den dann bezwingt, wenn man irgendwo zurückkommt. Also es ist zwar ein bisschen komisch zusammengedacht, weil wenn du den zweiten Teil rausbringst, ist es natürlich ein eigenständiges Spiel, also eine eigenständige Modifikation, die ja mit dem ersten nichts zu tun hat. Aber lore-technisch war es so angedacht, dass man im zweiten Teil dann dieses Portal wieder repariert, um nach Kurinis zu kommen, weil das fällt ja hier auch weg. Und irgendwie, dass man dann den Varric besiegt, wenn man auch von irgendeiner Insel zurückkommt, auf die man dann auch noch übersetzt und bliblab, wie dem auch sei. Kümmern wir uns erstmal um die restlichen Quests, die wir noch haben. Denn ein bisschen was ist ja noch zu tun. Und dann werde ich das mal offscreen trotzdem erledigen.
dass ich den da. Das wird krampfhaft werden, aber was soll's? Ist das ein Suchender? Was geht denn jetzt ab? Ach Gott, jetzt sind hier überall Suchende. Dabei hat auch Kapitel 4 noch gar nicht angefangen. Meine, die habe ich ja gar nicht vermisst. Junge! Das hat er sich auch anders vorgestellt. Und hier liegen noch ein paar tote Piraten rum. Es ist ja schön, dass die hier wieder hingesetzt wurden. Nichts zu plündern. Die toten Piraten, die haben nicht mal was im Inventar. Das ist ja eigentlich auch äußerst interessant. Okay, gut, aber die Quest, Hauptquest von uns verlangt ja jetzt erstmal, dass wir dem Lee Bescheid geben. Krass, wann wurden denn die Suchenden jetzt dahin platziert? Das ist jetzt ja irgendwie äußerst skurril. Soll mir aber recht sein. Ja, als schaut's jetzt kommen. Warum haben die eigentlich Gold dabei? Und die nächste Frage, haben die hier auch irgendwen zurückgelassen? Hier liegen auch nur zwei tote Piraten. Und ich schätze mal, dass man auch im zweiten Teil erst den Hannibal dann verfolgt auf seine Pirateninsel. Also ich denke mal, vielleicht ist es sogar die Insel, von der in der Lösung davon berichtet wird. Ja, also nach dem Motto, Varric besiegt man, nachdem man von einer Insel zurückkehrt. Eine Insel, mit dessen Namen ich jetzt so nicht viel anfangen kann. Und ja, eventuell. Gut, ich meine, ich habe keine Ahnung, wie das angedacht war. Vielleicht gibt es auch keine Mod, die dann Goldenes Tor 2 heißt. Vielleicht heißt es dann weiterhin Goldenes Tor und dann wird die einfach nochmal ausgeführt und vergrößert. Ich überlege gerade, bei welcher Mod war denn das? Ich bin auch wirklich auf das Wappen gespannt. Und die Frage, wann das kommt, das wird auch ein modsmäßiges Ding. Es kann sein, dass es auch bei das Wappen so ähnlich war. Es gab ja schon vor Ewigkeiten einige Mods, da gab es so, die hatten so eine Spielzeit von 5 bis 10 Stunden, waren aber nur Prolog oder Demo. Und dann sollte irgendwann quasi die Vollversion rauskommen und dabei war dann der Prolog oder die Demo das erste Kapitel. Das ist übrigens bei der Prequel-Story, Gothic 1, der Fall. Die Mod kam ja auch an Weihnachten raus. Die könnten wir uns vielleicht sogar im Anschluss mal anschauen, nach Goldenes Tor. Ich hatte ansonsten noch die, ich glaube auch polnische Mod Dolina Zombie noch im Blick. Das Problem ist nur, dass die scheinbar sehr instabil sein soll, mit sehr vielen Spielabstürzen und da würde ich auch die Krise bekommen vermutlich. Also vor allem nicht nur Spielabstürze nach einer gewissen Zeit, sondern Spielabstürze bei speziellen Gegenden, auch da, wo es halt Quests gibt. Das ist halt sehr, sehr bitter. Na, aber soviel erstmal zur Aussicht. Und ja, bei der Prequel-Story ist es halt so, das wird, glaube ich, Kapitel 1 abgeben von der fertigen Mod, die dann irgendwann kommen wird. Und ich weiß nicht, ob es bei das Wappen genauso ist, weil die Demo gibt es auch schon oder der Prolog gibt es auch schon ewig. Bei Odyssee war es aber so, dass der Prolog gar nichts mit dem Hauptspiel zu tun hat. Also spielerisch rede ich jetzt, also von der Story. Also der Teil ist im Hauptspiel überhaupt nicht vorgekommen. Der bildet nur so eine Eröffnung für die Geschichte. Und deswegen mal gespannt, wie es bei das Wappen dann aussehen wird und wie die Zukunft vom Goldenen Tor aussehen wird. Das war ja ursprünglich auch der Gedankengang, den ich ausführen wollte und dann etwas abschweifen musste. So, General. Gut, dass du hier bist. Ich habe gehört, dass die Piraten weg sind. Das stimmt. Wir haben sie alle getötet und die entführten Bürger von Korinnes freigelassen. Die Paladine kümmern sich um sie. Großartig. Ich habe ein paar Entscheidungen getroffen und habe einen Plan ausgearbeitet. Natürlich bist du auch darin verwickelt. Ich höre.
Bevor ich darauf eingehe, muss ich dir meine enorme Wertschätzung für das ausdrücken, was du für uns und die ganze Insel Korinnes getan hast. Ich weiß, dass du in der Vergangenheit bereits Großes geleistet und deinen Mut bewiesen hast, aber jetzt möchte ich dich angemessen belohnen. Nun, das ist nicht nötig. Ich schätze deine Bescheidenheit, aber jemand wie du verdient einen angemessenen Rang und Titel. Daher ernenne ich dich im Besitz der Vollmacht unseres Königs zum Gouverneur und Anführer der Paladin auf der Insel Korinnes. Von nun an ist es deine Aufgabe, die Insel zu regieren und ihre Güter zu verwalten. Jeder Bürger von Korinnes schuldet dir Gehorsam und Ergebenheit, und deine Krieger werden immer auf deine Befehle hören. Ich gebe dir auch den Titel eines Lords des Lords seiner Majestät. Willst du einen Namen annehmen? Bis jetzt warst du als namenloser Held bekannt, aber jetzt kannst du deinen wahren Namen preisgeben. Der Punkt ist, einfach nur um zu wissen, oder um wissen zu wollen, was für ein Name jetzt hier rauskommt. Drücken wir hier jetzt mal Eingabe. Und ich wette, er kommt immer noch nicht dazu, seinen Namen zu offenbaren. Ja, ich möchte meinen Namen preisgeben. Ich wurde zu Recht in die Blattbaukolonie geschickt, aber in all den Jahren, die ich dort verbracht habe, habe ich versucht, mich reinzuwaschen. Ich bin jetzt ein ganz anderer Mensch. Ich denke, es ist an der Zeit, meinen Namen zu sagen. Ich bin Meryl und ich komme aus Ardia. Deine Schuld wurde dir vergeben, Welt oder besser, Lord Meryl. Von nun an werden dich alle so nennen. Alles klar, okay, okay, okay. Meryl aus Ardia. Nö, weiterhin namenlos. Gut. Nein, ich würde ihn lieber für mich behalten. In Ordnung, so sei es. Der Weg. Also, oh, okay. Kommen wir zur Sache. Hier ist unser Plan. Nachdem ich mich mit den anderen Paladin, den Wassermagiern Milton, Zardas Bruder und den Orks beraten habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass Belias Plage nicht mit konventionellen Mitteln gestoppt werden kann. Es muss ein Artefakt geben, das die Macht hat, das Böse aus diesem Land zu vertreiben. Nach dem, was Neoras mir erzählt hat, gibt es viele Informationen über einen alten Schatz namens Goldenes Tor. Das Artefakt, nach dem wir suchen, könnte dort sein. Wir müssen es finden. Alte Relikte, die den Weg zum Goldenen Tor beschreiben, könnten uns helfen. Der derzeitige Banditenführer könnte etwas darüber wissen, man sagt, er sammelt solche Dinge. Er ist wahrscheinlich im Besitz einer der Tafeln, die zum Goldenen Tor führen. Gut, ich werde mit ihm darüber sprechen. Außerdem müssen wir die Sicherheit in diesem Lager verbessern. Der letzte Angriff von Belia hat gezeigt, dass die Mauer nicht ausreicht. Wir brauchen auch geistigen Schutz. Was meinst du? Es wäre gut, hier eine Innos-Statue zu haben. Seine Anwesenheit wird unser Volk aufmuntern und das Böse fernhalten. Ja, das ist eine gute Idee. Ich kümmere mich darum. Als Gouverneur musst du das nicht selbst tun. Du kannst jemanden bitten, es für dich zu tun. Ja, gut. So, mit Alvaro. Heißt nicht Alvado? Egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt einige Quests hier abgeschlossen. Oder vielleicht sogar nur die Paladin-Expedition. Genau, und der Weg zum Goldenen Tor wird jetzt wieder die Hauptquest. Der Zugang zum Adaros-Tempel wird jetzt auch nochmal wichtig werden, logischerweise. Oder denke ich zumindest mal. Ansonsten bleibt die Quest halt auf ewig offen. Ich muss nur die richtige Person finden. Vielleicht einen Handwerker. Da fällt mir einer ein. Der hockt aber ganz tags an einem Feuer. Hey, du. Kerelot, aha. So, jetzt wo Kapitel 4 begonnen hat, können wir nochmal die Leute durchgehen. Aber ich finde es sehr, sehr schade, dass man diese königlichen Paladine hier alle nicht ansprechen kann. In meinen Augen ein Versäumnis. Er hat auf die falschen Leute gehört. Hey. Schade, wirklich schade. Sogar laut André, also dass er nicht mal was zu sagen hat bezüglich seiner Frau, finde ich echt eine vertane Chance. Ich bleib dabei. Das hätte man irgendwie zumindest nochmal erwähnen können. Ich zeig gut. Zeig mir, das ist da. Natürlich ist es eine Ehre für dich. Was denkst du? Aber du bietest mir nur Scheiß an.
Und so hege ich auf ewig einen Groll und verhänge Handelsverbot. Nee, hey, Spaß. Lass uns. Die haben alle nur Scheiß. Unfassbar. So, pass auf, wir haben jetzt 50 Geschick. Man könnte probieren, den zu bestehlen. Und es klappt. Flat 50, alles klar. Zeig mir das. Jetzt hat die wieder ein bisschen was zu futtern, zumindest für kurze Zeit. Senkrad, aha. Und alle anderen sind wirklich rübergedüst, ne? Außer Samuel, der ist hier geblieben. Aber Garond, Wulfgar, die ganzen Ritter, die hier trainierten, die sind alle abgehauen. Dekadisten oder Milizsoldaten eher gesagt, sind wenigstens hier geblieben. Jetzt laufen wir den Weg tatsächlich nochmal. Zu Piratenlager beziehungsweise Canyon. Um zu schauen, was hier auf dem Weg gespawnt wurde. Vielleicht kamen die Suchenden auch einfach ein bisschen zu früh. Wobei das eigentlich Quatsch wäre. Es waren auch irgendwie nur zwei, also. Und die waren beide mit einem Schlag tot. Also die hatten irgendwie so einen antiklimatischen Auftritt. Die hatten so irgendwie den Effekt davon, wie wenn man einfach nur in Kaugummi tritt. Ja, man bemerkt es, ist nicht schön. Aber ein großes Ding ist es auch nicht. Ansonsten sind hier bisher keine Gegner gespawnt, aber ich denke mal, Kapitel 4 wird so ähnlich sein wie Kapitel 6 in Gothic 1 und 2. Sprich, eher nur der letzte Rest, den man noch erledigen soll oder kann oder muss. Aha, da ist auch noch einer, Gumma. Hat sich der Sprint doch gelohnt. Dankeschön. Haben übrigens 5000 DP bekommen für die ganze Aktion, haben auch vermutlich ein Level-Up in Aussicht. Das ist nur die Frage der Fragen. Was machen wir damit denn? Hey, hier liegt noch wer. Noch ein Ritter. Mensch. Der hat eine Goblinbeere dabei. Ich fasse es nicht. Zum Wohl, vielen Dank. Da hätten auch noch gerne ein paar Paladine mehr sterben können. Ne? Also, sei mal nur am Rande erwähnt. So, ich freue mich jedes Mal, wie ein. Wo ist denn der andere Kollege? Wo ist denn dein Kumpel? Der Tarok, hey. Oder wie er hieß. Wie sieht alles ist in Ordnung. Okay. Na gut, wenn du meinst, dass alles in Ordnung ist. Kann man den Jungs erzählen, dass wir jetzt. Nee, können wir nicht. Okay, schade. Ich wollte denen jetzt mitteilen, dass ich jetzt hier Gouverneur bin, aber das scheint die herzlich wenig zu interessieren. Dann gehen wir mal zum Torben. Hast du wieder was an Nahrungsmitteln? Hammelfleisch mit Sprossen. Ja, wenigstens einer, der mich enttäuscht. Wenigstens einer. Wobei, stimmt, ich müsste jetzt eigentlich mal die Händler alle abchecken. Milton, wo ist eigentlich Lester? Sind alle da, nur Lester nicht. Was ist das denn für ein Quatsch? Wo treibt der sich bitte wieder rum? Heilig dir des Geistes. Na komm, gib halt her. Ich hab's Geld, ja. Ne? Monster schrumpfen, kann man auch mal mitnehmen. Vielleicht taucht irgendwann ein schwarzer Troll auf. Und wenn nicht, dann halt eben nicht. Die kaufe ich auch einfach mal alle, weil ich kann's. Und die nehme ich auch alle mit. Ein Glück habe ich nicht damit angefangen, irgendwelche Dinge zu verkaufen. Irgendwelche Tränke, weil das hätte sich ja gar nicht gelohnt. Du könntest jetzt einfach nur zurückkaufen. Also gut, dann aber nochmal kurz zu Torben, denn das war ja der Aufhänger, wieso wir überhaupt her sind.
gestorben. Du bist doch ein Handwerker, oder? Ja, das war ich. Jetzt bin ich ein Wrack von einem Mann. Ich fühle mich immer noch nicht wohl und finde meine innere Ruhe nicht zurück. Alles fing an, als ich sah, wie Bilja einen Blitz auf Jagenda schleuderte. Aber darüber möchte ich nicht sprechen. Warum fragst du? Ich habe eine wirklich schwierige Aufgabe für dich, die deine alten Fähigkeiten erfordern würde. Es geht darum, einen Innos-Schrein zu bauen. Dieses Land wird von Belias Brut überschwemmt und braucht spirituelle Unterstützung. Die Paladine können sich in ihrem Lager nicht sicher fühlen, selbst wenn sie von einer soliden Palisade umgeben sind. Ich und General, die sind der Meinung, dass eine Innos-Statue die Verteidigung des Lagers stärken und unseren Leuten ein besseres Gefühl geben würde. Lee ist hier. Es ist erstaunlich. Das ist wirklich interessant. Ich werde diesen Schrein gerne bauen. Ich werde endlich etwas Interessantes tun und mich nicht mehr langweilen. Ja, damit solltest du dich viel besser fühlen. Ich brauche nur geeignete Materialien. Um die Steinböcke kann ich mich selbst kümmern, aber ich brauche noch Gold und silberne Witz. Ich möchte, dass der Schrein etwas Besonderes wird. Ja, natürlich. Wie viel von diesen Materialien wirst du brauchen? Ich denke, dass 3 silberne Witz und 10 goldene Witz ausreichen sollten. Ich werde versuchen, mich darum zu kümmern. In Ordnung. Wir treffen uns im Paladin-Lager. Haben wir die Materialien überhaupt? 3 Silbernuggets? Schon mal gut. Oh, wir haben alles. Das ist ja perfekt. Also wir werden die Quest in der nächsten Folge auch abgeben können. Ich versuche jetzt offscreen erstmal noch Warrick zu besiegen. Das eigentlich gar nicht oder fast unmöglich ist, aber das Cheesen war durch. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.